kann sein, dass ich meinen Baum gefunden habe. Er war nett. So ein wilder Naturbursche. Jedenfalls in meinen Augen. Alles lief ganz gut, bis wir über seinen Vater gesprochen haben. Da ist er aufgestanden und einfach gegangen. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht wiedergesehen. Was ist, wenn es mir bestimmt gewesen wäre, mich mit ihm zu verschlingen? Und jetzt werde ich genauso als einsame, traurige Frau enden wie... Ach, was soll's. Du hast mir ja gar nicht zugehört. Xena, was hast du? Streck aufs Pferd. Nein, nein, nein. Ich möchte dir doch helfen. Du hilfst mir, indem du auf das Pferd steigst. Jemand muss die Männer ablenken. Im Reiten war ich noch nie besonders gut. Einfach den Fluss runter und nicht stehen bleiben. Oh. Dass er das ist. Leider ja. Wir beide müssen doch mal ein Gespräch über Männer führen. Xena! Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Kennen wir uns denn? Von der Schlacht bei Korinth. Du hast meinen Sohn getötet. Bestimmt erinnerst du dich an Stentor. Stentor? Er starb bei Friedensverhandlungen. Das stimmt nicht. Er war ein tapferer Krieger und du bist ihm in den Rücken gefallen. Er kam mit dem Friedensbanner zu mir. Seine eigenen Männer haben ihn umgebracht. Für diese Lüge wirst du jetzt bezahlen. Worauf wartest du? Töte sie! Nein, denk nach, Sveros. Das ist der Moment der Entscheidung. Thank you.
mir den Töten! Geh mir aus dem Weg! Nein! Keiner wird mehr sterben! Du irrst dich gewaltig. Wenigstens einer muss noch sterben. Und wenn das mein feiger Sohn ist, soll es mir recht sein. Ja! Friede ist nur eine Illusion, du Feigling. Es gibt nur den Krieg und den Tod. Sieger und Besiegte. Es gibt keine Kompromisse. Gib auf, du kannst mich nicht besiegen. Sina! Nein, du hast recht. Das kann ich nicht. Und doch kann ich gewinnen. Ich werde nicht mehr kämpfen. Nie mehr. Hier. Mein Bruder starb für den Frieden. Ich bin nicht besser oder schlechter als er. Das hätte ich schon lange tun sollen. Deine Gemeinde wieder zusammen. Vertrau mir, es wird Frieden geben. Hey, Fremder. Hallo. Ich habe gehört, du ziehst weiter. Ja. Ich wollte nur sagen, dass... Also, ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Du hast heute etwas Wunderbares getan. Du hast vielen Menschen das Leben gerettet. Ich weiß, er war ein furchtbarer Mensch. Aber er war mein Vater. Jetzt weißt du, was ich damit gemeint habe, dass man sich entscheiden muss. Ich bereue nichts von all dem. Ich muss gehen. Gabriella? Ja? Danke. Ich habe gern geholfen. Auf den Wohlstand und auf die Zukunft!